Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, hier habe ich einen veredelten Zitronenbaum. Den habe ich hier selbst gezogen. Das habe ich mal für YouTube gemacht, um euch zu zeigen, wie das geht. Das Video habe ich euch an der Stelle hier auch verlinkt. Ja, diesen Baum möchte ich nun verschenken, da ich schon einen eigenen habe. Das Problem ist nur, ich fahre heute die Freunde besuchen, da sie anschließend dann im Urlaub fahren. Und dann können natürlich diese Pflanzen nicht mehr gegossen werden. Und ich zeige euch jetzt mal einen Trick, was ihr machen könnt, damit die Pflanzen im Urlaub nicht eingehen, wenn man sie nicht gießen kann. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wie man eine automatische Pflanzenbewässerung machen kann. Das geht allerdings für solche kleinen Pflanzen oder kleinen Töpfe recht schwierig. Deshalb zeige ich euch jetzt hier einmal diese Methode. Das andere Video habe ich euch natürlich an dieser Stelle auch verlinkt. Könnt ihr euch auch anschauen. Also diese Methode geht wie folgt. Ihr gießt natürlich erstmal die Pflanze gut, bevor ihr in den Urlaub fahrt. Und dann ist es eigentlich keine große Hexerei. Ihr nehmt einfach hier ja, nur so einen Plastikbeutel, stülpt den einmal schön hier drüber. So, damit das Ganze dicht ist, kommt noch ein Gummiband drumherum. So, die Pflanze ist jetzt gut eingetütet und genau so kann ich sie jetzt auch verschenken, denn das Ganze hat jetzt einen Effekt, ja, wie bei so einem Gewächshaus. Die Feuchtigkeit kann halt jetzt nicht ja, verdampfen und austreten. Damit das Ganze nicht schimmelt, schneide ich hier ein kleines Loch rein. Also ein bisschen Feuchtigkeit wird verloren gehen, aber das hält locker 3 Wochen und ja, so wird die Pflanze 3 Wochen lang weiter mit Wasser versorgt. Und geht nicht ein. Ihr könnt das bei vielen, vielen Pflanzen ausprobieren. Es geht auch bei größeren Blumentöpfen, aber wenn dann irgendwann die Töpfe zu groß sind, könnt ihr, wie gesagt, die andere Alternative nehmen, die ich schon mal angewendet habe. Aber das könnt ihr gerne auch bei ja, einer chinesischen Ulme machen, bei einem Ficus Benjamin-Baum, bei Gummibäumen. Bei vielen, vielen Pflanzen funktioniert das. Probiert das einfach mal aus. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Paverick.